In diesem Video möchte ich jetzt besprechen, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen denn ergriffen werden, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Wir haben Arbeitslosigkeit als Phänomen kennengelernt, wo der Marktmechanismus auf dem Arbeitsmarkt gegebenenfalls eben nicht dazu führt, die Arbeitslosigkeit abzubauen und dauerhaft Arbeitslosigkeit als Ressourcenverschwendung vorliegt, die zu hohen individuellen und auch zu hohen gesellschaftlichen Kosten führt. Dann besteht von Seiten des Staates natürlich ein Interesse, diese hohen gesellschaftlichen Kosten zu mindern, indem er Arbeitslosigkeit bekämpft. Hier unterscheidet man recht unterschiedliche Ansätze, die auch von unterschiedlichen ökonomischen Schulen vehement vertreten werden und auch sehr unterschiedlich vertreten werden. Zunächst möchte ich mal beschäftigungs- und konjunkturpolitische Ansätze vorstellen. Unter Konjunkturpolitik versteht man Geldpolitik, Fiskalpolitik und Steuerpolitik. Was versteht man nun im Einzelnen unter diesen Begriffen? Geldpolitik wäre klassischerweise die Ausdehnung der Geldmenge durch die Zentralbank. Wir erleben das in den jetzigen Jahren, seit ungefähr 5 Jahren, dass die Europäische Zentralbank, aber auch die anderen Zentralbanken in der Welt die Geldmenge in hohem Maße ausgedehnt haben. Also Geldpolitik wird seit Jahren exzessiv betrieben, könnte man sagen. Was soll damit erreicht werden? Wenn die Haushalte mit Geld versorgt werden, mit zusätzlichem Geld, dann sollen sie investieren in Wertpapiere. Und das würde dazu führen, dass die Wertpapierkurse steigen. Und immer wenn die Wertpapierkurse steigen, dann sinkt auch der Zins. Und da kann man eine gegenläufige Bewegung beobachten. Und wenn der Zins sinkt, dann wird es attraktiver zu investieren. Die Investitionen sollen steigen und das soll dann letztendlich auch zu höherer Produktion und zu höherer Beschäftigung führen. Ja, ich möchte das mal hier vielleicht nochmal kurz hinschreiben, diese Kette, weil sie idealtypischerweise eigentlich der Versuch ist, mit einer geldpolitischen Maßnahme die Wirtschaft anzukurbeln. Also die Geldmenge steigt. Ich greife mal hier ein paar Dinge raus. Ja. Das soll dazu führen, dass Wertpapiere gekauft werden. Das wiederum soll dazu führen, dass die Zinsen sinken. Und das soll dazu führen, dass die Investitionen und die Produktion steigt. Ein anderer Ansatz wäre die sogenannte Fiskalpolitik. Bei der Fiskalpolitik möchten wir nicht nur einfach mehr Geld auf den Markt bringen, sondern hier soll der Staat selber als Nachfrager auftreten auf dem Markt. Der Staat soll seine Staatsausgaben ausdehnen. Der Staat würde also selber konsumieren, Güter kaufen und damit die Produktion anregen bei den Unternehmen. Ja, also durch die Ausdehnung der Staatsausgaben soll die Güternachfrage erhöht werden und die Produktion steigen. Die Auswirkung auf den Zins, die ich hier auch noch beschrieben habe, der Zins soll dann auch steigen, ist für uns vielleicht erstmal nicht so entscheidend. Wenn die Produktion steigt, dann steigt auch die Beschäftigung und es geht uns ja hier um die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Ja, ein weiteres Instrument ist die sogenannte Steuerpolitik. Hier würde nicht jetzt der Staat versuchen, mehr selber auszugeben, sondern er würde die Steuern reduzieren und damit die Haushalte in die Lage versetzen, mehr zu konsumieren. Also die Reduzierung der Steuern soll den Konsum der Haushalte steigern
weil sie eben ein höheres verfügbares Einkommen zur Verfügung haben. Und das soll dann eben auch die Produktion steigern. Wenn mehr Konsumnachfrage da ist, dass dann eben auch mehr produziert wird. Das wären so die drei großen konjunkturpolitischen Denkansätze: Geldpolitik, Fiskalpolitik und Steuerpolitik. Nun gibt es aber auch sehr verbreitete Kritik an diesen Ansätzen. Und diese Kritik bezieht sich auf vier wichtige Punkte, die habe ich hier mal angeführt. Der erste Punkt sind sogenannte Wirkungsverzögerungen. Man wirft dem Staat vor, dass er so lange braucht in den Entscheidungsprozessen oder vielleicht auch erstmal in den Wahrnehmungsprozessen, dass ein konjunkturpolitisches Tal vorliegt, dass also ein Abschwung vorliegt. Das muss ja erstmal wahrgenommen werden vom Staat und dann muss er erstmal darauf reagieren. Da braucht es erstmal politische Abstimmungsprozesse und Umsetzungsprozesse im Staatsapparat, die so lange dauern, dass die wirtschaftliche Schwächephase vielleicht schon vorbei ist, wenn die konjunkturpolitischen Maßnahmen greifen. Wenn dann sich die Wirtschaft schon im Aufschwung befindet und zusätzlich noch der Staat beispielsweise durch Fiskalpolitik, durch eigene Nachfrage oder durch zusätzliches Geld über Geldpolitik am Markt eingreift, dann kann er sogar den Konjunkturzyklus verstärken zu einer unbegründeten wirtschaftlich unbegründeten Aufschwung führen, der dann wieder zu einem noch größeren Abschwung führt. Ja, wir können also prozyklische Wirkungen herbeiführen, obwohl wir gerade den Konjunkturzyklus glätten möchten. Ein weiterer Vorwurf ist, dass Geld- und Fiskal- und Steuerpolitik als konjunkturpolitische Maßnahmen nur dazu geeignet sind, konjunkturelle Arbeitslosigkeit abzubauen. In dem Moment, wo damit natürliche Arbeitslosigkeit abgebaut werden soll, würde Geld-, Fiskal- und Steuerpolitik nicht wirksam werden, weil die Qualifikationsnachteile oder Qualifikationsdefizite von arbeitssuchenden Arbeitnehmern eben nicht durch reine Ausgabenpolitik ausgeglichen werden können. Man sagt also, dass strukturelle Probleme nur mit Strukturpolitik beseitigt werden können. Und über diese Strukturpolitik sprechen wir dann im nächsten Video. Ja, ein weiterer ganz wichtiger Kritikpunkt sind die sogenannte Liquiditätsfalle und die Investitionsfalle, die dazu führen, dass Geldpolitik unwirksam ist. Die Liquiditätsfalle, ich schreibe mal hier so eine kleine 1 ran, könnte ich in meinem geldpolitischen Wirkungskreislauf gleich an dieser Stelle hier einordnen. Wir sind davon bei der Wirksamkeit vorhin, bei Wirksamkeit von Geldpolitik davon ausgegangen, dass wenn die Geldmenge gesteigert wird, die Haushalte mehr Geld zur Verfügung haben plötzlich, sie dann versuchen, dieses Geld am Wertpapiermarkt anzulegen und Wertpapiere zu kaufen. Dieses Verhalten kann aber gerade in Situationen, wo man darauf baut, vielleicht gar nicht eintreten. Denn Haushalte kaufen Wertpapiere nur, wenn sie erwarten, dass die Wertpapierkurse steigen oder zumindest davon ausgehen, dass die Wertpapierkurse nicht sinken. In Situationen, wo die Zinsen aber schon sehr niedrig sind, wie beispielsweise in unserer jetzigen Situation, wo wir nahezu Nullzinsen haben, befürchten die Haushalte aber gegebenenfalls, dass die Zinsen nur noch steigen können, und trauen sich dann nicht, Wertpapiere zu kaufen, weil sie Kursverluste fürchten. Es kann also sein, dass eine zusätzliche Geldmenge einfach nicht in den Kauf von Wertpapieren investiert wird, sondern einfach als Liquidität in
man nennt es eine Spekulationskasse, gelegt wird, also als Geld beiseite gelegt wird für spätere Zeiten sozusagen. Also eine steigende Geldmenge führt vielleicht gar nicht dazu, dass dieser Kreislauf in Gang gesetzt wird, an dessen Ende die Produktion steigen soll. Das ist die sogenannte Liquiditätsfalle. Ein weiterer Einspruch gegen die Wirksamkeit von Geldpolitik ist die sogenannte Investitionsfalle. Diese Investitionsfalle würde an dieser Stelle hier wirken. Wenn die Zinsen sinken, erwarten wir eigentlich höhere Investitionen der Unternehmen. Sie könnten sich auch vorstellen, wenn die Zinsen niedrig sind, kaufen Sie sich vielleicht eher ein Einfamilienhaus, als wenn die Zinsen hoch sind. Das ist ja eigentlich genau das Gleiche, was dort angesprochen wird. Aber kaufen Sie sich ein Einfamilienhaus nur aus dem Grund, weil die Zinsen niedrig sind? Das ist ja auch kein Grund an sich, niedrige Zinsen zu nutzen, um jetzt Investitionen zu tätigen, von denen ich gar nicht weiß, dass sie sinnvoll sind. Und gerade in wirtschaftlichen Schwächephasen, wo man diese Geldpolitik eben nutzen möchte, um die Wirtschaft anzukurbeln, sind vielleicht Investitionen gar nicht erwünscht von den Unternehmen oder nur eine sehr optimistische Wette auf die Zukunft. Es könnte also sein, dass sinkende Zinsen gar nicht die Investitionen erhöhen. Wir sprechen dann von der sogenannten Investitionsfalle. Und ein anderer Kritikpunkt, den Sie auch häufig in der wirtschaftlichen Diskussion hören, ist der sogenannte Crowding-Out-Effekt. Er besagt, dass Fiskalpolitik nicht wirksam ist, wenn nämlich der Staat seine Ausgaben erhöht, wie wir das bei der Fiskalpolitik hier gefordert haben, dann kann es sein, dass trotzdem nicht die gesamte Güternachfrage steigt, nämlich genau dann, wenn gleichzeitig die Unternehmen und die Haushalte ihre Güternachfrage einschränken. Dass also in der Summe die Güternachfrage gar nicht steigt, sondern eine höhere Staatsausgaben des Staates eben nur andere Güternachfrageformen verdrängen. Das sind die Kritikpunkte gegen Konjunkturpolitik und wir schauen uns deshalb auch noch andere Politikvarianten im nächsten Video an, die sogenannte Struktur- und die Wachstumspolitik.